Hallo Leute, euer Nightmare hier. Ja. Wir spielen Looney Tunes. Und das hat auch einen sehr bestimmten Grund, wieso ich jetzt, Looney Tunes aus... Ich mach einfach mal so. Also, weshalb ich Looney Tunes ausgewählt habe, nämlich... Es handelt sich bei diesem Spiel um das allererste Game, was ich auf dem Game Boy gespielt habe. Und auch an das allererste Game, woran ich mich überhaupt erinnere, dass ich es gespielt habe. Ich weiß nur, ich glaube, ich habe es damals nie wirklich durchgespielt. Aber naja, wir werden jetzt einfach mal Free wieder wecken. Stage 1, Daffy Duck. Okay. Was weiß ich denn alles noch? Genau, man kann schießen und man kann springen. Und Gegner töten. Ah, oh, dann ebenso. Nicht in den Abgrund fallen, man kann sich... Ach ja, diese Zwischenboss-Fights, die gibt's ja auch noch. So. Ich glaube, diese Kristalle waren wirklich nur dazu da, um... wie heißt das jetzt? Die Punkte zu geben. Nein! Ich wollte schon sagen, gibt's schon... Jetzt komm. Oh, an die erinnere ich mich noch sehr gut. Die darf man nicht abschießen. Denn sonst bleiben die stehen und schießen einen mit richtig vielen dieser komischen Kugeln des Todes ab. Oh Gott, den gibt's ja auch noch. Ach, verdammt, getroffen. Aber ich habe ein Leben dazu gekriegt. Ich weiß gar nicht, wie man immer Leben dazu kriegt. Das dürfte... Ja, ist Unbesiegbarkeit. TNT. Ah, diese Stelle. Was das jetzt auch eben immer war. So, komm, raus da. Raus da. Raus. Raus. Komm schon. Oh Gott. Ach komm! Oh, das war doch damals auch nicht so schwer, oder? Ich muss da nämlich rauskommen jetzt eben. Ach komm schon! Ich will jetzt nicht den ganzen Let's Play-Part hier rumspringen. Okay, kurzer Schnitt. Ja, ganz toll. Jetzt habe ich es eben sofort geschafft. Naja, ich wollte hier unbedingt raus, weil da ist nämlich ein Geheimweg. Und dann kriege ich das Ding hier. Und das ist ein so eine Art Super Frisbee. Oh mein Gott, was ich alles noch über das Game weiß. Das verblüfft mich gerade selber. Naja. Aber naja, das Scheiße, ich wurde getroffen. Fischer des Todes. Ja, ich möchte jetzt bei diesem Game mich nicht unbedingt allzu aufregen, das heißt, ich werde schön ruhig bleiben. Das war sehr einfach. Ach, komm, gib her. So. Oh, ist das geil, das zu zocken. Ihr glaubt gar nicht, wie geil das gerade ist. Kann ich hier nicht gleich auch irgendwie wieder so ein Boss-Fight oder Fische oder so? Ah ne, ist dieser Raum mit den vier Fischen. Genau, das war auch schon wieder ein Leben. Ich brauche hier. Nein. Irgendwie, ich glaube, da kam noch ein zweiter oder so. Ah ne, hier waren jetzt, glaube ich, vier von denen. Mmh.
Ja, doch, 4. Ja, und da ist noch der zweite. Oh mein Gott, was ich alles... Boah, das war knapp. Ihr müsst bedenken, ich habe das Spiel gespielt vor... Shit. Über 8 Jahre. 10 Jahre. Der Bossfight. Ich weiß, dem macht es besonders Damage, wenn man auf ihn springt. Anstatt, wie heißt das? Ach, verdammt! Okay, gut. Aber auf jeden Fall, den Boss kann man am besten killen, indem man, auf ihn springt, anstatt, ja, nenne ich das jetzt? Anstatt ihn abzuknallen. Weil es macht eigentlich nicht so viel Damage, aber... Fuck off! Hier kriegt man übrigens auch gute Leben. Yay! Stage 1 clear! Well done, take it easy. Was zur Hölle, das kam... Was zur Hölle? Ohne Scheiß, was ist das? Das Ding ist neu. Ihr seht das auch an den Farben. Ich meine, das Spiel ist für den Game Boy ausgelegt. Das heißt, den farbenlosen Game Boy. Hier können gar keine Farben sein. So gesehen. Ich wundere mich gerade, wieso das... Obwohl, warte, wieso ist das Ding eigentlich... Das fällt mir jetzt gerade erst auf. Das ist mit Farbe. Aber Tweety ist toll. Oh, Tweety war immer eins meiner Lieblingsviecher. Oh, verarscht, ja. Tweety. Aber man, es gibt eigentlich einen richtig geilen Trick, wie man, ja, Silvester, ja, doch, der hieß Silvester, wie man den richtig geil verarschen kann. Nämlich, es gibt eine Möglichkeit, auf seinen Kopf, zu springen. Und der trägt einen dann durch das halbe Level. Man sollte sich natürlich nicht fangen lassen, sondern einfach nur, dass er auf euren Kopf springt. Danke. Booster! Yay! Leben. Haben will. Ach komm. Aha. Mhm. In diesem Level gibt es keinen Bossfight, soweit ich weiß. Au. Oh, nein! Weg, weg! Ich wollte schon sagen. Ich spring da schon rein. Danke. Okay, es hat mir jetzt keine Punkte gegeben. Alter! Sonst hat er mich nie getroffen, das weiß ich. Das war jetzt einfach. Dun, dun, dun. Bird Speed! Yay! Leben! Warte, gibt's denn hier auch ein Bonus-Level, wenn es bei dem anderen auch ein Bonus-Level gab? Ja. Was? Ach, scheiße. Okay, gut. Wie? Hä? Okay, das heißt immer, das heißt, ich muss jetzt stoppen, wenn Silvester da ist. Ja, und jetzt, wenn Tweety da ist. Nein! Fuck. Hä? Egal, gucken wir, was jetzt da ist. Oh, komm! Ach so. Oh, das ist geil. Yeah! Man kann übrigens auch B gedrückt halten in dem Fall hier, aber ja, ich mache das lieber so, dann schießt man, so ist B gedrückt und so ist halt schneller, wie ihr seht. Aber ich muss sagen, das in Schwarz-Weiß zu spielen, damals schon so ein bisschen was Geileres. Oh oh.
Verschwindet. Nicht schnell genug, verdammt. Jetzt kommt unten einer. Jetzt kommt wieder oben einer. Unten und oben. Ich glaube, jetzt kommt schon... Nein, Zwischenboss kommt gleich auch. Oh, das Spiel ist so geil. Aber in Schwarz-Weiß, es hatte schon mehr was, also es hat mehr Spaß. Jetzt kommt Zwischenboss. Diese Hexe, glaube ich. Oder so. Ja. Boah. Komm. Hm. Ja, Bossfight. Oh nein, 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 nein. Ach, verdammt. Ach, shit. Nein. Okay, jetzt werden Negamek-Köpfen gemacht. Ohne Scheiß, wie weicht man diesen beschissenen Dingens aus? Dem Löffel ausweichen, kein Ding. Komm, ja, ist tot. Und Leben, kein Leben, schade. So, jetzt frage ich mich, was ist das? Oh komm, das macht die Sache jetzt irgendwie lächerlich. Ah. Oh oh. Hm. Aber das macht die Sache jetzt irgendwie gerade voll lächerlich, oder? Nein, scheiße. Achso, sonst wäre sowieso... ja, das ist so eine Art Bonus-Stage. Shit, ich bin runter. Ah, schneller. Ich feiere diese Bonus-Stage so, weil man hier voll Leben abgreifen kann. Und zurück. Manische Teufel. Ich liebe dieses Game. Ja, fuck. Ohne Scheiß, wenn ihr die Möglichkeit habt, das irgendwo auf dem Flohmarkt oder so zu kriegen, holt es euch. Das Spiel, das macht einfach so einen Fun, auch wenn das schon total veraltet ist und alles, aber es ist einfach euphorisch bis zum Gehtnimmer. Also ihr macht mit dem Spiel nichts falsch. Ich war da nicht von... Nein! Und... Yay! So, gucken wir doch mal. Oh, das gibt Punkte. Jawohl! Level up! Wie? Noch eine Bonus? Knochen? Nein. Jawohl. Verdammt. Naja. Speedy Gonzales. Okay, das erfordert schon ein bisschen mehr Technik und alles. Aber das sehen wir erst im nächsten Part von diesem super geilen, euphorischen Spiel. Und zwar Let's Play Looney Tunes. Haut rein, Leute.